Draußen hat es rund 35 Grad und doch haben sich diese Jugendlichen der BDKJ-Kreise Hauzenberg, Passau-Stadt und Vilshofen am Samstag getroffen, um über ein wichtiges Thema zu informieren: Asyl. Wie kann man in der Jugendarbeit auf dieses Thema aufmerksam machen und wie kann man mit Flüchtlingen arbeiten? Darum ging es bei diesem Gruppenleitertag. Also im Nachhinein versuchen wir, die Gruppenleiter in die Thematik einzuführen, und die sollen halt damit Aktionen planen, wie man mit den Asylbewerbern arbeiten kann. Als besonders gewinnbringend bewerteten die Gruppenleiter den Austausch mit 4 Flüchtlingen. Die Gäste erklärten den Gruppenleitern am Beispiel Nähe und Distanz kulturelle Unterschiede, die es in der Arbeit zu beachten gilt, beispielsweise bei der Begrüßung. Matthias Zitzelsberger vom BDKJ Passau-Stadt erklärt, warum ihm das geholfen hat. Ja, vorher war zum Beispiel so mit der Distanz, dass es in die ganzen Länder unterschiedlich ist. Zum Beispiel in Syrien, wenn sie 2 Männer begegnen, die umarmen sie sofort und Küsschen links, Küsschen rechts. Und ja, wenn man das jetzt in Deutschland auf der Straße macht, kann es sein, dass das manche eher befremdlich finden oder immer umdreht, dass wenn man zu einer Frau hingeht und die umarmt, ist bei uns teilweise ganz normal und für Syrer zum Beispiel oder generell im arabischen Raum ja eine Seltenheit, und dass man weiß, wie man darauf reagieren muss und dass das ja unter Umständen befremdlich rüberkommt, aber keinerlei Beleidigung oder so sein sollte. Die 13 Gruppenleiter diskutierten und erarbeiteten Strategien, wie Flüchtlinge vor Ort in die Jugendarbeit integriert werden können. Außerdem sollte ihnen die Angst vor solchen Unternehmungen genommen werden. Besonders im Vordergrund standen die Flüchtlingskinder und die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge. Das Thema Asyl ist seit einigen Monaten Schwerpunkt in der Arbeit des BDKJ. Mit Aktionen wie dem Gruppenleitertag versucht die Jugend aktiv zu helfen.